Im letzten Video habe ich euch unsere Vergangenheit versucht näher zu bringen, damit wir ein Grundverständnis dafür bekommen, wohin uns die Handlungen der Vergangenheit hingeführt haben. Vielleicht ist es euch aufgefallen, dass die Hauptfaktoren für finanzielle, örtliche und zeitliche Freiheit jedes Individuums nicht, wie heutzutage propagiert, die Dinge sind wie der böse weiße Mann, das Patriarchat, Frauen gegen Männer, links gegen rechts, sich vermischende Kulturen, Krankheiten oder ähnliche Ereignisse. Vielmehr sind es Faktoren wie ein unverhältnismäßiger Anstieg der älteren Demografien der Bevölkerung, die nicht im Arbeitsmarkt partizipieren und weniger Geld in den Umlauf bringen. Kapitalismus mit dem Hauptziel, Profite zu maximieren und nicht das Volksinteresse. Grenzübergreifende Konkurrenz in produktivere und billigere Länder. Historisch sinkender Reallohn mit geringerer Kaufkraft. Entwertung von Währungen durch quantitative Lockerung. Geld, was nie bei uns ankommt. Und eine jüngere Demografie, die sich kaum Vermögenswerte anschaffen können. Zusätzlich noch Manipulation der Geisteshaltung und freien Meinungsäußerung durch die sozialen Medien, Feindbilder und Krisen, die uns vom eigentlichen Geschehen ablenken. Und eine ständig ansteigende globale Population im Arbeitsmarkt, die sehr bald davon bedroht wird, von Robotern und Technologie ersetzt zu werden. Dazu komme ich aber gleich noch. Eine Kurzfassung zum letzten Video. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich unsere Bevölkerung rasant vermehrt. Aber Millionen von Menschen kamen in 2 bis 3 Dekaden in den Arbeitsmarkt. Ihr Konsum und die höhere Nachfrage nach Gütern hat die Welt teurer gemacht. Als die Unternehmen privatisiert wurden und weltweit Grenzen für den Handel geöffnet wurden, wurde die Arbeiter- und die Mittelschicht weiter von der Oberschicht, ganz zu schweigen von der Elite, gespalten. Finanzmärkte haben durch Gier und Spekulation große Krisen bewirkt, die durch Geldpolitik und am Ende durch die Bevölkerung und zukünftige Generationen getragen werden müssen. Die Staatsschuld und unsere Steuerpflicht als Sklaven. Die Überalterung unserer Gesellschaft, das ist das Kollateral für die Schulden, wird durch Migranten, hauptsächlich junge Männer, kurzfristig kompensiert. Außerdem stehen wir vor Problemen wie Altersvorsorge und extrem ansteigenden Gesundheitskosten, weil es noch bis 2033 dauern kann, bis 75% der Babyboomer gestorben sind. Bis dahin kosten diese aber viel Geld und bringen kaum Geld in den Wirtschaftskreislauf. Eine kleine Anmerkung, meine Eltern sind auch aus dieser Generation und ich wünsche ihnen, dass sie noch lange und glücklich leben. Außerdem hatten die Babyboomer zu viele Kinder, wozu ich mich zähle. Und ich bleibe hoffentlich auch lange erhalten. Wir gehen weltweit auf 9 Milliarden Bevölkerung zu. Die Eliten unserer Welt und Gesellschaft sind Großkonzerne. Und weil diese Konzerne durch Konsum und geringere Produktionskosten reicher werden, versuchen sie, ihre Monopole so gut sie können zu beschützen. Sie sind extrem stark in Lobbyarbeit. Die Nahrungsmittellobby, die Öllobby, Finanzlobby, Gesundheitslobby und Technologielobby. Ganz viele. Lasst uns jetzt aber einen Blick auf heute und dann in die Zukunft werfen. Was jetzt passiert, ist ein Übergang der Macht von einer Demografie auf die andere. Das ist die Phase, in der wir heute stecken. Das bedeutet, dass die Regeln der alten Weltordnung zerstört und neu reformiert werden müssen. Das ist der Aufstieg von Bitcoin, von der Blockchain. Das ist die komplette Umgestaltung des Großhandels. Das sind politische Veränderungen, und zwar solche, die du vielleicht nicht hören willst, aber wir können es fast nicht vermeiden. Jetzt sind wir auf der Stufe, wo eine Pandemie eingeläutet wurde. Du magst dich vielleicht daran erinnern, wie einige Schuldenblasen entstanden sind. 2001 die Aktienblase, 2008 die Immobilienblase. Was wir jetzt haben, ist eine neue Blase, die Unternehmensblase. Unternehmensschulden sind am explodieren. Diese Unternehmen haben den Zugang zu Krediten, zu Kapital, was sie auch bekommen, durch neues Geld, was ständig durch Zentralbanken in den Umlauf kommt. Und was jetzt entsteht, sind viele Zombies, die nur noch durch eine aufgeblasene Bilanz am Leben sind. Eigentlich
könnte man von arbeitslosen Unternehmen sprechen. Aber diese können es sich leisten, weil die Schuldzinsen, die sie bezahlen müssen, so niedrig sind. Heute haben wir eine Unternehmensschuldenblase, Haushaltsschuldenblase, eine Finanzblase und Staatsschuldenblase. Als Grundlage haben wir die Staatsschulden, die auf einem Allzeithoch sind. In Deutschland sind es 2,3 Billionen Euro Schulden. Auf den Kopf runtergebrochen sind das 28.000 Euro Schulden pro Einwohner. Kind, Teenager, Großeltern, Mann, Frau, arbeitslos, auf jeden einzelnen Kopf runtergebrochen. Die Schweiz hat aktuell 110 Milliarden Schweizer Franken Schulden. Das sind 13.000 Schulden pro Kopf. In Österreich sind es 351 Milliarden. Das sind 47.500 Euro pro Kopf. Diese Schulden sind hauptsächlich Inlandsschulden, um die Gesellschaft zu stabilisieren. Das sind Sozialversicherungen, Anlagefonds, Altersvorsorge, Gesundheitssystem, Banken etc. Erinnerst du dich noch, wer das Kollateral für diese Schulden ist? Yep, du. Beziehungsweise die Bevölkerung, die am Arbeitsmarkt partizipiert. Und das Kollateral darf nicht an Wert verlieren. Stichwort Migration wegen der alternden Demografie. Wenn das Kollateral, also du, für zu lange zu viel Wert verliert, verlieren wir alles. Renten, Arbeitsplätze, das ganze Vermögen, einfach alles. Was die Zentralbanken tun, ist eigentlich rational. Das Ganze ging einfach viel zu weit. Und wir können die Vergangenheit nicht verändern. In den letzten zwei Jahren haben die Zentralbanken und die Nationen dafür gesorgt, dass die Haushalte als Kollateral nicht in Verzug kommen. Das haben sie mit noch nie gesehenen Finanzzuschüssen gemacht. Dies wurde nicht gemacht, um neues Geld ins System einzuschleusen, sondern dafür, dass die Wirtschaft stabilisiert wurde. Denn nochmals, falls die Haushalte als Kollateral kollabieren, kollabiert das System. Und das, was sie gemacht haben, hat eigentlich funktioniert. Das Problem, wenn ein Notfallplan funktioniert, und ihr mögt euch vielleicht an den Leitzinsknopf erinnern, was erstmals 1987 gedrückt wurde, dann wird es vermutlich als Werkzeug verwendet und kommt öfter in den Einsatz. Wir haben zwar eine Rezession, die ganze Welt wurde heruntergefahren, Vermögenswerte sind auf einem Allzeithoch, doch es hat funktioniert. Die meisten Menschen verstehen jetzt nicht, warum sie noch ärmer geworden sind. Sie sehen alle anderen reicher werden und denken sich vielleicht, dass sie zu dumm sind oder die Politiker Schuld haben oder sonst was. Jetzt suchen alle nach Möglichkeiten, um auf der finanziellen Erfolgsleiter hochzuklettern. Denn die Zeit tickt gnadenlos. Mit den Maßnahmen, die getroffen wurden, hat man zwar die Boomer gerettet, aber die Millennials verarscht. Die Spielplätze für die Millennials, um das Geld arbeiten zu lassen, sind auch nicht wirklich attraktiv, um letztendlich auf dieser finanziellen Erfolgsleiter hochzuklettern. Die Immobilien sind viel zu teuer, die Kreditmärkte sind durch tiefe Zinsen uninteressant. Anleihen, Obligationen zahlen sich nicht aus. Devisenmärkte sind nicht volatil genug bzw. uninteressant für den Durchschnittsbürger. Jetzt haben wir also freies Kapital, was jetzt einen Technologieboom kreiert hat. Großartig. Außer, dass diese Entwicklung die Arbeitsplätze der Millennials zerstören wird. Und es gibt nichts, was wir dagegen tun können. Es ist ein riesengroßes Durcheinander und dies entstand in rund 100 Jahren. Wir können jetzt den ganzen Tag auf Twitter oder hier in den Kommentaren rumschreien, aber niemand kann jetzt diese Situation verändern. Den Stecker einfach rausziehen würde die Haushalte, Unternehmen und die Regierung ausschalten, was im Übrigen in Argentinien bereits geschehen ist. Auf einer Bilanz ist die Bevölkerung die Wertanlage, welche den Schuldnern gegenübergestellt wird. Das Bruttoinlandprodukt wird abnehmen, weil weniger Arbeitnehmer auf dem deutschen Arbeitsmarkt beschäftigt sein werden. Stichwort Überalterung und internationale Konkurrenz. Dadurch steigen die Schulden pro Kopf, gleich Sklave.
Die Menschen haben angefangen, das Ganze zu durchschauen und suchen jetzt nach Antworten, um ihr Vermögen zu sichern und aufzubauen. Die traditionelle Antwort war Gold, um das Vermögen zu schützen. Aber die Millennials können sich kein Gold leisten. Gold beschützt dein Vermögen, aber nur, wenn du welches hast. Hör jetzt genau zu. Bitcoin kommt und ändert alles. Diese Adaptierung braucht jetzt noch eine Weile. Aber die Leute realisieren, dass hier ein technologisches Konstrukt ist, was weltweite Knappheit hat. Und wenn wir alle mitmachen, bekommt es einen Wert. Also machen wir damit. Und so beginnt die Migration. Eine Migration zu einem finanziellen System, was vor unseren Augen entsteht. Und immer mehr und mehr wollen das. Denn diese Leute trauen dem alten Finanzsystem nicht mehr. Die Blockchain erlaubt die abgesicherte Aufzeichnung der Eigentümer, wo es nachvollziehbar ist, wem was gehört. Im heutigen übergehebelten Finanzsystem weiß niemand, wer wem was schuldet. Dein Geld auf deinem Sparkonto dient der Bank als Kollateral für weitere Geschäfte und ist lediglich auf eine bestimmte Summe versichert. Und da es zentralisiert ist, kannst du nicht viel mitbestimmen. Das ist momentan, wo viele Menschen aufwachen und sagen, okay, wir brauchen einen anderen Weg, um Dinge zu tun. Was wird also in den kommenden Jahren passieren? Eine laufende, graduelle Entwertung von Fiat-Geld und eine laufende, graduelle Migration auf Bitcoin. Und die Menschen, die es am Schluss erkennen, werden am meisten darunter leiden. Besonders, wenn man nicht bereits reich ist. Zum Schluss werfe ich einen Blick in die Zukunft. Und ich fordere dich auf, das, was ich sage, nicht zu werten. Erinnere dich, alle anderen Lösungsansätze, die wir gefahren haben, funktionieren einfach nicht mehr. In Zukunft haben wir die Technologie. Künstliche Intelligenz und Roboter, die immer klüger und effizienter werden. In Zukunft wird es keinen Beruf mehr geben, was nicht durch die Technologie ersetzt werden kann. Ja, sogar handwerkliche und kreative Berufe werden durch künstliche Intelligenz, erweiterte Realität, Roboter und Technologie schneller und besser und fast umsonst erledigt, als wir es heute tun können. Sogar die Wartung und die Produktion dieser Systeme wird durch sie selber vorgenommen. Die Technologie wird alles verdrängen. Alle Jobs mit tiefem Einkommen, alle Jobs mit mittlerem Einkommen und die Hälfte der Jobs, die hochbezahlt sind. Mit dieser Entwicklung steigt das Bruttoinlandprodukt, trotz schrumpfender Gesellschaft. Die meisten werden keine Kinder mehr haben, weil sie es sich nicht leisten können, was heute bereits passiert, insbesondere in Europa. Wo das Ganze hinführen wird, ist die Metaverse. Im Metaverse werden wir ohne Ressourcen und herkömmliche Arbeit Einkommen generieren können. Du kannst dann einfach in eine Fake-Welt eintauchen und tun und lassen, was du willst. Du kannst mit anderen Menschen in einem Raum sein, die am Ende der Welt leben. In Communities von Menschen, die gleich denken und ähnliche Werte haben. Das hört sich für viele nach Science-Fiction an. Aber wir leben heute bereits in einer Realität, wo es normal ist, dass wir über Zoom und dem Internet in Echtzeit mit Menschen reden und sie sehen, die in einer anderen Zeitzone leben. Erzähl das mal den Menschen von rund 1950. Deutet lediglich die Zeichen der Zeit. Für die meisten findet das Leben bereits heute im Netz statt. Die durchschnittliche Bildschirmzeit von Teenagern ist über 7,5 Stunden am Tag. Millionen von Menschen leben ihre besten Momente auf Instagram und meine kleinen Neffen kleben am Handy und spielen mit Konsolen interaktiv mit ihren Freunden. Das ist nicht gut oder schlecht. Es ist einfach so. Bis zu diesem Übergang braucht es wahrscheinlich noch 15 bis 20 Jahre, bis wir abwechselnd auf der echten Welt, auf Metaverse, in der virtuellen Realität leben. Aber es kommt. Wie überbrücken wir aber die Zeit bis dahin
um den Menschen zu helfen, die beim Übergang einfach keinen Platz im System finden. Ich glaube, dass die Weltbanken mit den digitalen Währungen diese Menschen unterstützen werden. Ob wir es mögen oder nicht, wir kommen nicht an einem universellen Grundeinkommen vorbei, bis wir diese Jobs auf der Metaverse etc. ersetzen können. Programmierbares Geld. Wir werden es alle tun. Und die Menschen werden es willkommen heißen. Denn die nächsten 15 bis 20 Jahre werden ziemlich hart. Es wirken deflationäre Kräfte. Arbeitsplätze werden durch Technologie ersetzt. Die Währungen werden weiter entwertet. Wir haben den Kampf, dass Krypto nicht durch Regierungen überreguliert wird. Es kommen also 20 Jahre Schlacht auf uns zu. Ein Rezept für Rebellion. Und wie stoppt man Menschen, damit sie nicht rebellieren? Ganz einfach. Du musst ihnen Geld oder Möglichkeiten geben. Wir werden die linke politische Bewegung nicht aufhalten können. Wir haben Millennials, die angepisst und frustriert sind, dass sie jetzt die Quittung ihrer Eltern, Großeltern und Urgroßeltern bekommen, weshalb sie populistisch in ihrem Verhalten sind. Sie wollen dieselben Rechte, wie ihre Eltern hatten. Den Traum von einem schönen Leben, was diese zwar auch nicht bekommen haben. Aber diese Versprechen kann man ihnen nicht abgeben. Durch ihre Stimme werden die Millennials die progressive Politik wählen. Der nostalgische Rückblick auf die 50er, 70er oder 80er hat keine Wirkung auf die Jungen, weil die 50er sich für die Millennials so anfühlt, wie wenn jemand uns über die 1920er erzählt. Es löst einfach nichts aus. Keine positiven Erinnerungen oder Emotionen. Ich weiß, dass du jetzt vermutlich ein ganz komisches Bauchgefühl hast. Oder denkst, dass ich übertreibe oder gar spinne. Glaub mir, ich habe selber sehr lange mit mir gekämpft, bis ich diese Dinge nach außen getragen habe. Und diese Aussichten haben eine dystopische Version und eine utopische Version in sich. Energiepreise werden auf Null fallen, wenn wir durch Technologie ausreichend alternative Energiequellen bereitstellen können. Lebenshaltungskosten sinken auf fast Null, weil die Produktion nichts mehr kostet. Die Lebenserwartung steigt aufgrund von Biotechnologie und Echtzeit-Vitalmessungen. Die Gesundheitsindustrie ist nicht mehr profitgetrieben, weniger Stress und wir werden eine kleinere, viel kleinere Bevölkerung haben. Das Problem ist, dass der Eigentümer der Roboter, der Technologie, alle Macht und Geld besitzt. Dieses Problem muss noch gelöst werden. Und das wird der freie Markt nicht richtig lösen können. Es benötigt eine dezentrale Lösung. Eine weitere Frage, die beantwortet werden muss, ist: Menschen brauchen einen Sinn. Und heute ist unser Sinn unsere Arbeit. Und wir werden unserer Arbeit beraubt. Das ist heute auch noch nicht beantwortet. Worum ich mir aber Sorgen mache, sind die kommenden 20 Jahre und wie wir diese am besten überbrücken können. Je früher wir migrieren und uns darauf einstellen, desto besser. Das Spiel ist nicht das, was wir uns wünschen. Das Spiel ist, was es ist. Du musst die Karten also so ausspielen, wie sie ausgeteilt werden. Zu viele Menschen sind wütend, dass das Spiel nicht so geführt wird, wie sie es wollen. Aber keinen interessiert es. Wenn wir nun wissen, wohin die Zukunft geht, hören wir auf, Angst davor zu haben und wir können in sie investieren. Das meiste, was wir heute online beobachten, ist die Angst vor Veränderung. Die Menschen sind wütend aufeinander. Diese neue Welt könnte furchtbar oder fantastisch werden. Wir wissen es einfach noch nicht. Unsere Demografie, die Bevölkerung, hat die Kosten von Kapital nach unten getrieben, was die Innovation von Technologie beschleunigt hat. Und die Technologie wird die Natur der Menschheit, Nationen, der Gesellschaft verändern. Alles. Es verändert bereits unser Geld. Es könnte
demokratischer zu und her gehen als die Demokratie heute. Wie es funktioniert? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Menschen sind Menschen. Wir werden wieder alles vermasseln und ein neuer Zyklus wird beginnen. Das dauert dann aber vermutlich weitere 100 Jahre, wenn wir durch unsere Technologie nicht vorher vernichtet werden. Menschen haben paläolithische Emotionen, Institute im Mittelalter und gottähnliche Technologie, weshalb wir so verdammt verwirrt sind. Ich habe diese Entwicklung größtenteils akzeptiert und den Kampf dagegen aufgegeben. Es geht alles in eine Richtung. Du solltest es akzeptieren und das Beste daraus machen. Was du heute dringend brauchst, ist Klarheit. Eine Community von Menschen, die mit offenen Augen durch die Welt gehen. Denkfabriken, um Möglichkeiten zu erkennen und zu ergreifen. Du brauchst einen Plan, der dich in den nächsten Jahren befreit. Möglichst zeitlich, örtlich und finanziell. Und das können dir nur kompetente Vertrauenspersonen beibringen, die den Weg bereits gegangen sind und die Zukunft nicht alleine bestreiten können und wollen. Und du brauchst klares, planorientiertes Handeln. Auch hier spielt dein Netzwerk und dein Umfeld die größte Rolle. Ohne die richtige Kultur und ohne Verpflichtungen neigen Menschen dazu, zu prokrastinieren. Sie opfern ihre Gegenwart und erwarten, dass ihr zukünftiges Ich irgendwann die Kohle aus dem Feuer holt. Die Welt bewegt sich in Richtung Netzwerke und Communities. In 3 bis 5 Jahren werden alle sich in einem Netzwerk befinden. Ich sage das mit Überzeugung voraus. Geschwindigkeit und Zeit sind für den Erfolg relevant. Auch wenn heute noch nicht alle Fragen beantwortet und die Technologie perfektioniert ist, werden die Ersten, die dies verstanden haben, ganz weit vorne mitspielen. Bei den 1%. Du musst einfach verstehen, worum es in deinem Netzwerk gehen soll. Spaß? Dann bist du in einer Gamer-Community. Beruf? Dann bist du in einem Business-Netzwerk. Das Leben mit allen wichtigen Fassaden? Dann bist du bei Mission Maskulin.